Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge mit randomizten Pokémon und so Zeug. Das letzte Mal habe ich auf dieser Route hier einige Trainer besiegt und ich habe mein Team offscreen noch auf Level 11 gebracht. Im letzten Part habe ich zwar gesagt, ich werde sie bis Level 12 bringen, aber ich dachte mir, das ist zu übertrieben. Deswegen Level 11, mein komplettes Team. Ich weiß doch das alles, warum lese ich dieses Schild überhaupt? Wir sind gerade im Blütenburgwald und hier gibt es Trainer, die auf die Fresse haben möchten. Er hier auch? Manchmal liegen auf dem Boden Dinge, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Daher schaue ich bei jedem Schritt sorgfältig immer, ne? Also zum Beispiel hier jetzt, dieses Ding. Oh nein, unser Gebiets-Pokémon greift uns an. Es ist, wie heißt das nochmal? Dummiesel, ne? Dummiesel, yay! Ja, na dann. Was kann ich denn machen, um ihn nicht mit einem Schlag zu töten? Ich glaube, Krabi ist ganz gut dafür geeignet, weil er die schlechteste Attacke hat. Also Amadeus! Go, Amadeus! Ein Igler, okay. Also, ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen und hier das Gebiets-Pokémon fangen. Im Blütenburgwald dürfen wir nämlich noch einmal unser Glück probieren. Man darf aber aufpassen, nach dem Blütenburgwald kommt man bei der Route 104 wieder raus, wo wir gerade schon unsere Chance verpasst haben mit dem Reitschuh im letzten Part. Leider. Also da darf dann kein Pokémon mehr gefangen werden. Aber wir versuchen einfach hier unser Glück. Dummiesel. Zweimal oder einmal noch. Oh, was ist das denn jetzt? Raserei. Raserei hatte ich auch schon immer aus schlechter Erfahrung. Ich habe riesen Respekt vor der Attacke. Bestimmt ungerechtfertigterweise. Aber damals, als ich das erste Mal Pokémon Blau gespielt habe. Ich glaube, Rocco sogar hat die Attacke eingesetzt gegen mich. Beim ersten Ordenkampf. Und die hat mich sowas von weggeballert. Ja, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Von 100% auf 0 in einem Schlag. Autsch. Okay, aber er hier ist nicht so brutal. Okay, wir tauschen nochmal mit Titan. Und dann würde ich sagen, wir können die Bälle werfen. Lasset die Bälle fliegen auf dieses arme Dummiesel. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ hat überhaupt. Ist das Drache? Bestimmt nicht, oder? Beutel. Und zwar Pokebälle. 7 Stück haben wir insgesamt zur Auswahl. Oder zur Verfügung, besser gesagt. Mal schauen, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Oh, cool. Beim ersten Versuch, Dummiesel wurde gefangen. Okay, was sagt denn der Pokédex so für ihn? Doof, dass im Pokédex nicht steht, was für ein Typ die haben, aber gut, eine Schlange ist es. Dummiesel hat einen Bohrer als Schweif. Diesen benutzt es, um sich rückwärts in den Boden einzugraben. Dieses Pokémon baut seinen Nestkomplex tief unter der Erdoberfläche auf. Ja, man muss einen Spitznamen bekommen. Männlich. Und ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt von irgendjemandem klaue. Kann natürlich gut sein, aber ich nenne es einfach mal Derpy. Wegen seinen Augen einfach. Derpy. Mit IE oder mit Y? Ich glaube, IE ist immer geiler. Derpy. Y fand ich früher als Kind immer viel cooler. Aber inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Okay, hier ist diese mysteriöse freie Fläche. Was befindet sich hier nur? Ein Trank. Dankeschön. Hier ist ein geheimer Ausgang, wo wir auf die Route 104 kommen, wo wir vorher nicht hin durften wegen diesem Felsvorsprung. Du bist ein gemeiner Dieb, wenn du versuchst, das Pokémon eines anderen zu stehlen. Du solltest deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon werfen. Ganz anders im Vergleich zu Pokémon XD, Gale of Darkness. Da darf man das nämlich nur auf Trainer-Pokémon werfen, aber okay. Wir haben einen Pokéball gefunden hier, was für ein Zufall, du hast genau das Richtige gesagt dazu. So, dann gehen wir mal weiter durch den Blütenburgwald. Pokémon fangen dürfen wir jetzt hier nicht mehr, wir haben schon eins. Aber gegen Trainer dürfen wir kämpfen. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los! Mein Käfer-Pokémon-Team! Mal schauen, ob es wirklich Käfer-Pokémon sind oder ob es jetzt was komplett anderes ist. Käfersammler Detwin. Abra hat er zum Beispiel. Level 3. Ja, ich glaube, der kann uns nicht so sonderlich viel ausrichten. Der kann doch eh nur Teleport, oder? Naja, wir stampfen es einfach in Grund und Boden. Wunderbar. Das lief doch schon mal gut, aber gab auch kaum XP. Als nächstes wird Krebskorps. Oder wieder ausgesprochen wird, man weiß es nicht genau. Ich habe gar nicht überhaupt auf den geguckt, was Derpy jetzt für ein Typ hat. Typ normal, na toll. Und was für Attacken? Raserei und Einigler. Hä? Ah, super. Ist jetzt nicht das Beste. Wer kam jetzt nochmal? Krebskorps. Oder wie der heißt. Ich probiere es mit Shampoo. Ich glaube, er kann mich mit Shampoo zumindest nicht sehr effektiv treffen im Vergleich zu Bobine, weil Wasser. Ich glaube, Krebskorps ist Wasser. Und ja.
Bobine ist... Hat eine Vielfachschwäche dagegen mit Gestein und Boden als Typkombination. Ja, Blubber. Oh, eine Sache muss ich unbedingt noch erzählen. Und zwar habe ich offscreen ja gelevelt. Unter anderem auch hier mein Shampoo. Auf der Route eben kam ja ein Raichu entgegengesprungen. Und ich dachte, hey, kein Problem, ich habe zwei Typ Gestein. Das macht mir nichts aus. Und dann kommt er an mit seiner Attacke, übrigens Donnerblitz. Ja, Level 6 und Donnerblitz. Und der hat mich getroffen. Der Zweityp Gestein verhindert nicht, dass ich getroffen werde von Elektro. What the fuck? Okay, Hubbelupf kommt als nächstes. Zeit für Titan. Eine Runde Titan. Hubbelupf ist Pflanze auf jeden Fall und vielleicht sogar Flug auch noch. Da bin ich mir unsicher. Nee, ich glaube nur Pflanze. Okay, Body checken wir es einfach mal voll gegen die Wand. Oder gegen den Baum. Wir sind ja hier im Blütenburgwald. Da sind Bäume und keine Mauern. Ja, die geben so wenig XP, ey. Lombrero. Der ist, glaube ich, Pflanze Wasser, wenn ich mich nicht täusche. Also ich kenne die ganzen... Ich weiß das doch alles nicht, ey. Ich rate einfach nur. Aber das ist so ein Seerosenblatt. Als Blatt ist es natürlich Pflanze, aber Seerosenblätter schwimmen auf dem Wasser. Deswegen denke ich, er ist vom Zweityp Wasser. Aber egal, wir haben ihn mit einem Hit weggeboxt. Scherox. Käfergestein. Nee, Käferstahl. Oh. Wen können wir denn da am besten mal zum Zuge kommen lassen? Nee, normal ist nicht gut gegen Stahl. Probieren wir es mit Shampoo. Und ja, Shampoo hat eine neue Attacke gelernt, während ich gelevelt habe, nämlich Aquaknarre. Und Aquaknarre bekommt Stab, weil Shampoo ja ein Wasser-Pokémon ist. Also Stab heißt Same Type Attack Bonus. Und dadurch werden unsere Attacken nochmal eine Stufe stärker. Ja, und hat auch ganz gut Schaden gemacht. Scherox ist eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon, finde ich. Aber okay. So, nochmal Aquaknarre und dann sollte das hier gegessen sein. So wie der Snickers-Riegel. Yay! Der gab sogar ein bisschen XP. Makuhita, Kampf-Pokémon, möchte ich nicht gegen Gestein kämpfen lassen. Sondern... Obwohl, will ich das? Kampf-Pokémon... Nee, ich lasse es lieber gegen Stahl kämpfen. Ich glaube, Kampf ist nämlich gut gegen Gestein. Das konnte ich mir immer damit merken, weil... Ja, diese Karate-Menschen haben ja auch immer mit ihren Fäusten und mit ihren Stirnen Steine zertrümmert. Und so konnte ich mir merken, dass Kampf gut gegen Gestein ist. Aber manche Sachen kann man sich überhaupt nicht merken, finde ich. Zum Beispiel, warum um alles in der Welt ist Psycho gut gegen Gift? Das hat überhaupt keinen Sinn für mich. Ich kenne keine Anwendung in der Realität, wo Psycho gut gegen Gift sein könnte. Aber okay. So, meine Pokémon sind noch bei Gesundheit. Ja, wird auch schon ein bisschen knapp, ne? Vor allem Derpy. Der gute Derpy. Was haben wir hier Geiles? Ein Paraheiler. Das ist natürlich auch schön. Und ich konnte... Ich dachte... Nein, nee, das erzähle ich nicht. Das ist peinlich. Ich wollte sagen, dass... Okay, ich erzähle es jetzt doch nicht, weil es hier epische Cutscene ist. Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig ein Pokémon namens Knilz hier gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank, also hier bin ich. Hey du, Forscher von Devon, gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Hä, hey, was machst du da eigentlich, ey? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Absolut niemand. Los, kämpfe gegen uns. Ja, und hier werden wir direkt mit der Verbrecherorganisation dieser Generation, oder dieses Spiels besser gesagt, auseinandergesetzt. Und das hier ist der Typ, vor dem ich Angst hatte neulich, der hat nämlich ein Level 9 Pokémon, und zwar ein Papunga. Aber ich glaube... Ja, Bobine sollte ich nicht drin lassen, weil der hat eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Mit Titan sollte ich es wieder mal packen, glaube ich. Es gibt ja zwei Verbrecherorganisationen in Rubin und Saphir, jeweils je nachdem, welche Edition man spielt. Wir haben hier die Saphir-Edition und deswegen Team Aqua als Verbrecher. Wenn man die Rubin-Edition spielt, hätte man Team Magma als Verbrecher. Beide beschäftigen sich damit, die Erde zu ändern. Team Magma möchte, dass alles, dass das Meer verschwindet. Und Team Aqua möchte, dass das Land verschwindet. So ungefähr ist das auch gewesen, oder? Aber natürlich alles, ja, zum Wohle der Pokémon sagen die zwar, aber ich glaube denen das nicht. Oh, ich sollte mir langsam mal Gedanken machen, dass das hier ein bisschen knapp sein könnte. Ich glaube, ich trinke mal vorsichtshalber einen Trank. Wir haben ja genug auf Reserve.
Und ich kann genau komplett 20 Punkte auffüllen. Nice Sache. Also es hat sich sogar gelohnt. Ein Trank füllt nämlich genau 20 auf. Aber wenn man nur 15 Schaden hätte, also wenn ich 15 von 30 Lebenspunkten hätte, dann hätte der sich ja noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft, ne? Also, auf sowas muss man ja achten, denn die Items sind wertvoll. So, Bobine bekommt ein bisschen XP und Titan auch. Das reicht sogar für ein Level-Up. Nice. Titan entwickelt sich übrigens auf Level 20 und davor kann es auch keine weiteren Attacken lernen. Das ist traurig. Du hast mich geleimt, du bist stark. Tja, da siehst du mal, ne? Ja, du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir, Team Aqua, auf dem Weg nach Metarost City. Für heute lasse ich dich gehen. Na dann, tschüss. Huh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Sehr cool, unser erster und mein erster Superball in diesem Spiel. Klasse. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendetwas in Metarost City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Tja, und weg ist er. Was es mit diesem Typen auf sich hat, erfahren wir erst in Metarost City. Er ist nämlich ein Forscher von Devon. Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich von hohem Gras fernhalten. Ja, ich glaube, momentan ist mein Team noch ganz gut dabei. So, was ist er denn hier für ein Kollege? Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt, bei den Mädchen vor allem. Ich glaube das irgendwie nicht so ganz. Aber okay, welche Käfer-Pokémon hast du denn mitgebracht zur Schule? Plusle! Ja, okay, damit bist du vielleicht bei den Mädchen beliebt, aber du hast nicht so ganz verstanden, was für ein Typ dein Pokémon hat. Es ist nämlich kein Käfer. Aber wir stampfen es einfach und dann soll das eigentlich auch passen, ne? Ich glaube, Plusle hat nicht die allerbeste Verteidigung von der ganzen Welt. Und sogar ein Volltreffer. Na toll. Sehr cool, Bobine, fast schon Level 12. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Nee, kannst du nicht. Das ist absolut unmöglich. Was ist hier denn noch? Gibt's hier ein Item? Ein Pokéball! Diese verdächtigen Stellen hier, wo das Gras auf einmal aufhört und wo so eine leere Fläche ist, die sind immer sehr verdächtig. Da liegen meistens Items. Also öfters mal. Äther. Damit können wir die AP einer Attacke wieder auffrischen. Ich weiß aber nicht, um wie viel. Das steht aber bestimmt da irgendwo. Aber da brauchen wir jetzt uns keine Gedanken drüber zu machen. Oh, ein Psyana. Das hätte ich ja gerne gehabt. Bobine, du kannst es gerne mal stampfen und dadurch dein Level up. Dir verdienen. Psyana ist ein cooles Pokémon. Eine sehr coole Evoli-Entwicklung. Muss ich mal überlegen, welches ist meine Lieblings-Evoli-Entwicklung? Vom Aussehen her vielleicht Flamara. Oder? Also vom Style her? Ich finde Flamara ganz cool. So, hier kommen wir nicht weiter. Diese Bäume können wir nur mit dem Zerschneider kaputt machen. Und den haben wir nicht. Das ist das Problem. Na gut. So, Route 104. Nicht vergessen, hier dürfen wir kein Pokémon fangen. Ich liebe es, meinen Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie dann in hohem Bogen auszuspucken. Du kannst dies hier haben, versuche es doch mal. Wende es an einem Pokémon an und es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner auszuspucken. Unsere erste technische Maschine haben wir erhalten. Damit können wir unserem Pokémon neue Attacken beibringen. Auch wenn ich nicht glaube, dass eines unserer Pokémon Kugelsaat benutzen kann, gucke ich doch einfach mal, ob es vielleicht doch einen... Nee, gibt's keinen. Gibt's keinen. Niemand kann das. Dann halt nicht. Achso, am Rena-Bieren. Oh, die klingen ja lecker. Sehr cool. Und Pirsifbeeren, oder? Oder Sinelbeeren? Ich glaube Sinel. Ja, Sinelbeeren. Nice. Wunderbar. Was bringt denn die Amrena-Beere? Das ist jetzt so eine Frage, die ich nicht weiß. Ich gebe Shampoo einfach mal eine. Amrena-Beere. Wo sind die? Ach da. Amrena-Beere, Selbstheilung bei Paralyse. Nö, ich gebe dir lieber eine Sinelbeere. Und Derpy bekommt auch noch eine Sinelbeere zum Tragen. Warum denn nicht? Wir haben es doch, ey. Leckere Sinelbeere, so alle Pokémon hier gut ausgestattet. Was ist das hier denn? Blütentraum Blumenladen. Einmal reingucken, ne? Moinsen. Hallo! Dies ist der Blütentraum Blumenladen.
verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Typ, das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen? Eigentlich nicht, aber ich glaube, ich muss ja drücken, um das Item zu bekommen. Beeren wachsen an Bäumen, die nur in dunklem Lehmboden gedeihen. Wenn du Beeren pflückst, pflanze immer neue in den Boden ein. Zäh, wir wetten nicht, ey. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen, dann mit einer wunderhübschen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir, Zai, pflanze Beeren und bringe so Blüten in die Welt. Okay, von dir habe ich gar nichts Item bekommen. Also totaler Schwachsinn, dass ich überhaupt mit dir geredet habe. Je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Auch du hast Blumen gerne, das weiß ich genau. Das hier ist für dich. Die Weimarkanne, cool. Damit können wir jetzt tatsächlich unsere Beeren pflanzen und dann bewässern. Und dann wachsen sie tatsächlich auch besser. Ja, ja, du erzählst mir interessante Sachen über Beeren, die mich gar nicht interessieren. Und ich würde sagen, wir sind schon bei 16 Minuten, deswegen beenden wir den Partner an dieser Stelle. Und das nächste Mal erkunden wir die nördliche Route 104 weiter und vielleicht gelangen wir ja sogar zu Metaross City. Also bis dann, Leute, und ciao!